Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Die Sonne geht gerade frisch auf und wir machen uns auf in ein Abenteuer, denn ich möchte langsam so ein bisschen Richtung Enderfestung und End und Enderdragon und so Zeug gehen, so langsam aber sicher. Und deswegen dachte ich mir, ja, wir machen einfach mal eine kleine Reise. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt. In die Richtung waren wir noch gar nicht. Deswegen möchte ich da mal lang gehen und hauptsächlich gucken, ob wir denn eventuell eine Höhle oder sowas finden, die wir ein bisschen plündern können. Denn ich möchte Erfahrung. Und das geht halt sehr effizient und einfach mit den Erfahrungsbüschen von Tinkers, glaube ich. Tinkers Construct dürfte die, glaube ich, beinhalten. Und deswegen, ja, die gibt es halt eben nur in Höhlen oder fast ausschließlich nur in Höhlen. Ich glaube, hier hatten wir mal Sand abgetragen, gell? Und deswegen möchte ich eben so ein bisschen gucken, ob wir irgendwie mal eine Höhle, eine Schlucht, irgendwas finden, wo wir mal ein bisschen in die Tiefe kommen und einfach mal gucken können, ob wir denn sowas irgendwo finden. Fände ich an sich ganz cool, weil jetzt weiß ich auch, warum wir hier nie waren. Hier ist schon so ein bisschen. Ja, um eben dann da irgendwie uns so ein bisschen XP immer schnappen zu können. Fände ich eigentlich ganz cool. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Und zack. Einmal gehüpft. Oh, hier ist gleich. Oh. Auch nicht schlecht. Jetzt ist die Sache. Sind wir hier schon. Da scheint es weiterzugehen. Okay. Dann gehen wir mal nach da. Über den. Ja. Über das kleine Meer. Ist eigentlich für einen See oder so schon ein bisschen zu groß. Wir gehen einfach mal über das kleine Meer hier und gucken mal, dass wir drüben dann irgendwie ein bisschen nach unten kommen oder so. Und da dann hoffentlich weiterkommen. Ja, wofür brauchen wir die XP? Die XP brauche ich hauptsächlich für die Rüstung, für diverse andere Verzauberungen noch so ein bisschen. Da würde ich die ganz gern verwenden. Oh, okay. Genau, da würde ich die eben ganz gern verwenden und deswegen machen wir uns mal auf und da drüben geht schon weiter. Ich hoffe einfach mal, wir stoßen jetzt nicht auf Haie und oder Piranhas. Ich weiß gar nicht, ob die uns angreifen, wenn wir hier so drüber laufen oder ob wir da nicht viel zu schnell sind. Aber es sieht sowieso recht gut aus. Ich muss gleich mal gucken, habe ich Mobs überhaupt an? Gerade wirkt es nämlich eigentlich so, als hätte ich sie nicht an. Oh, da ist ein Greatwood, auch nicht schlecht. Ja, gerade wirkt es so, als hätte ich sie nicht an. Das werde ich gleich überprüfen, sobald wir hier mal ein bisschen auf dem Trockenen stehen. Genau. Nö, sind an. Okay, dann weiß ich nur nicht so ganz, wo sie sind. Lassen noch ein bisschen auf sich warten. Soll mich jetzt aber definitiv nicht weiter stören. Das Einzige, was ich mal noch machen hätte können, ich hätte mal noch das Thermometer mitnehmen können. Fällt mir jetzt so ein. Egal. So, du hast keine Spinnennetze, das heißt, hier finden wir leider keinen Loot. Aber ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, hier mal noch so ein bisschen rüber. Ich weiß gar nicht, haben wir schon alle Bambusarten? Keine Ahnung, mal schauen. Ja, es ist übrigens auch noch was anderes, jetzt mal so in Planung will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Vielleicht denn. Oh, doch, doch, ich hatte mich nicht verguckt. Entschuldigung, der muss mit. Der fehlt uns nämlich noch als einziger Garten. Deswegen muss der gleich mit. Ja, also nicht direkt in Planung. Es war mal so eine kleine Überlegung von mir. Ich hätte mal Bock auf ein Vanilla-Projekt. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Es würde wahrscheinlich sogar ein Mehrspieler-Projekt werden unter Umständen, wenn die Leute dabei sind. Weil auf dem jetzigen Live in the Woods Server ist halt leider irgendwie nichts mehr los, weil wir ja schon sehr, sehr viel dran gespielt haben oder drauf gespielt haben und es ist halt irgendwie, es gibt nichts mehr zu machen. Es wird halt irgendwie langweilig, die Leute fehlen, alleine habe ich dann auch keinen Bock mehr und naja, deswegen hatte ich jetzt so die Überlegung, ob man nicht, also wir haben eben da überlegt, ob wir uns ein anderes Modpack oder so draufschmeißen auf dem Server und dann eben mal was anderes spielen als Live in the Woods. Ich so hatte für mich jetzt noch die Überlegung, ob man nicht einfach mal ein Vanilla-Projekt startet. Hätte ich auch voll Bock drauf, einfach mal so ein bisschen Minecraft Vanilla Power
raushauen, irgendwie so. Und das würde ich dann auch let's playen. Das würde sich, also Life in the Woods hier wäre nicht vorbei, keine Sorge. Das würde ich deswegen jetzt nicht einstellen, zumindest nicht komplett. Es würde vielleicht sich vielleicht so ein bisschen abwechseln. Mal ein Tag Vanilla, dann mal wieder ein Tag hier Life in the Woods, dann wieder ein Tag vom Server und so weiter. Oh! Oh! Gleich so viele! Aber warum? Warum hier? Hier ist doch nicht mal Dschungel. Alles klar. Rennt hier einfach eine Ocelot-Familie durch die Gegend. Warum auch nicht? So, irgendwie vermisse ich gerade auch so ein bisschen den Sound. Ich weiß nicht so ganz, was da los ist, warum hier nichts kommt. Okay, also wir verursachen Sound, es kommt nur irgendwie keine Musik oder Umgebungsgeräusche oder sonst was. Na gut, dann halt nicht. Ja, also wie fändet ihr die Idee? Mal so ein Vanilla-Projekt? Wie gesagt, würde ich wahrscheinlich nur eher machen, wenn wir ein paar Leute es. Oh. So ein reines. Oh, so ein reines Pilzbiom habe ich ehrlich gesagt in Life in the Woods noch nie gesehen. Das ist gerade das Erste, was ich finde. So komplett. Sehr cool und das ist nicht mal weit weg von uns. Noch nie gesehen? Also sogar insgesamt noch nie wirklich, also nicht so ein großes in meiner Minecraft-Karriere, wie auch immer. Okay, das, zack. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn so ein Biom? Ich nenne es jetzt einfach mal Pilzbiom. Pilzbiom, bitte mit Z. Pilzbiom, doch. Ich habe jetzt gerade echt überlegen müssen, ob man Pilz mit TZ oder nur mit Z schreibt, aber ja, ich habe mich gefangen. Ja, also wie gesagt, so ein kleines Vanilla-Projekt hätte ich mega Bock drauf, wenn die anderen Leute dabei wären. Wäre dann eben so ein Server-Projekt. Die anderen Leute wären wahrscheinlich eher selten in der Aufnahme mit dabei. Aber sie würden halt parallel spielen. Man besucht sie vielleicht mal oder so. Sowas lässt sich auf alle Fälle machen. Aber ja, genau. Also einfach mal war so ein Gedanke von mir. Könnt ihr ja mal eine Meinung dazu dalassen. Und ja, wie gesagt, also Life in the Woods würde dafür nicht eingestellt werden. Dafür haben wir noch ein bisschen zu viel in Planung eigentlich. Auch wenn ich sagen muss, dass langsam so ein bisschen die Luft raus ist. Aber das ist, glaube ich, eher allgemein, weil ich halt eben auch auf dem Server so überkompensiert habe mit Life in Woods. Aber deswegen, also ich möchte hier eigentlich schon noch weitermachen, bis wir so den Großteil auf alle Fälle fertig haben. Ich würde sagen, wir graben uns hier jetzt einfach mal irgendwo rein. Weil langsam ist man echt mal. Langsam hätte ich wirklich gerne. Was bist du denn eigentlich? Langsam hätte ich echt gern mal. Würde ich hier wirklich gerne mal einen Untergrund, denn die Folge ist auch schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Oh, sehr schön. So ein paar Shards sind auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Entweder finden wir in der Folge sogar noch was Feines für uns oder ansonsten hoffentlich dann spätestens in der nächsten. Ich habe jetzt mal für diese Erkundungstour hier so 2, 3, 4 Folgen maximal angedacht. Aha, das ist doch schon mal gut. Das ist sogar sehr gut. Da hängt auch schon wieder ein erster Busch, aber das ist nicht so einer, den wir wollen. Aber wir haben ja auf alle Fälle schon mal was. So, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Zack, komplett. Und ich würde auch, ich hoffe, wir haben hier mal kurz einen Moment. Die sollen meinetwegen auch automatisch in den Rucksack. Meinetwegen eigentlich auch das Zeug. So. Und dann schauen wir einfach mal, wo es hier weitergeht. Wobei ich folge erstmal den offensichtlichen Sachen. Das wäre dann hier unten. Das sind jetzt zwar nicht die XP-Büsche. Ja, jetzt haben wir die Musik. Jetzt ist sie mir aber deutlich zu laut. Moment, ich stelle hier nochmal ein bisschen runter. Und in erster Linie wahrscheinlich mein Headset erstmal wieder runterstellen. Das ist wahrscheinlich einfach mal wieder viel zu laut. So. Also in die Richtung können wir jetzt auch erstmal kurz weitergehen. Ist auch gut. Black Granite wollte ich eh auch nochmal suchen gehen. Und hier haben wir halt gleich so ein komplettes Areal mit dem Zeug. Das ist richtig cool. Hier gibt
gibt's auch schön viele Shards. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich könnte eigentlich mal kurz hier irgendwie so ein Thumbnail oder so machen. Ist auch noch ein Shard. Da haben wir noch Bernstein. Da haben wir auch noch Bernstein. Ja, wir sind am Starven. Das passiert. Wir können gleich mal was essen. Ungefähr so. Okay, hier oben sind wir durch. Dann würde ich vorschlagen, da ist auch schon der erste XP-Busch. Wunderbar. Warte mal, das war eigentlich ein cooles Bild. Das finde ich eigentlich ein sehr cooles Bild. Das war F1 und nicht F2. So. Wunderbar. Okay, also die Shards nehmen wir uns auf alle Fälle mit hier. Und dann die hier natürlich auch. Oh. Na, ja, das hat sich ja richtig rentiert. Warte mal. So. Sehr gut. Wunderbar. Wir gucken auf alle Fälle trotzdem mal weiter, weil wir sind schon mal drin in der Höhle. Dann bietet sich das eigentlich an. Was bist denn du? Ah. Quecksilber. So, hier machen wir mal dicht. Von oben kommt auch noch Wasser. Egal. Ich weiß nicht, die Metallbüsche, die brauchen wir eigentlich nicht, oder? Die brauchen wir eigentlich nicht. Die würde ich jetzt mal glatt stehen lassen. So, das wollte ich mitnehmen. Naja, wir können ja mal. Ach, keine Ahnung. Ich nehme sie mal mit. Wenn wir wirklich Platzmangel bekommen sollten, aus irgendwelchen Gründen, ist es. Aua. Egal. Dann schmeiße ich sie wieder weg. Aber wenn wir die Platzmangel nicht bekommen, dann können wir sie ja mal mitnehmen und uns irgendwie was Schönes draus bauen. Ich weiß nicht. Theoretisch brauchen wir sie nicht. Aber. Ja, mal gucken. So, wo geht's hier noch lang? Wie es aussieht, ins Meer oder so. Ich mache hier mal dicht. Da haben wir nämlich Bernstein übersehen. Zack. Wunderbar. Kohle ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Bringt zwar ein bisschen Erfahrung, aber die hauptsächliche Erfahrung möchte ich ja eigentlich durch die Büsche jetzt generieren in Zukunft. Ich muss mal gucken, das kann man bestimmt auch irgendwie automatisieren, die Ernte. Und ich muss mal eben ganz kurz, Moment, Entschuldigung. Hey, ich hätte mich jetzt irgendwie gerade ganz komisch verschluckt. Es tut mir leid. So, weiter geht's. Hier haben wir nochmal ein bisschen Bernstein und das war's dann aber auch schon wieder. So, und hier unten war es das auch schon wieder. Okay. Dann ging's. Da haben wir uns runtergegraben. Okay. Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Wir sind auf 50. Okay. Höhe 50. Das ist schon noch recht hoch. Vor allem für eine Schlucht oder sowas. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal runter und guck mal, wie hoch wir hier unten sind. Da dürfte man nämlich um einiges niedriger sein. 38, das ist schon mal ein bisschen was. Und ich würde jetzt einfach eiskalt hier unseren Hammer nehmen, der hier liegt. Und ich weiß gar nicht, ob er repariert wurde. Da hätte ich mal davor gucken müssen, als ich ihn in der letzten Folge in die Leiste gelegt habe. Aber ich würde hier jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir uns ein bisschen in diese Richtung meinetwegen aufmachen. Und einfach mal gucken, was da auf uns zukommt.
Ein bisschen, wie gesagt, Black Granite wollte ich eh noch ein bisschen farmen. Das trifft sich ganz gut. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich den Excavator noch dazu lege, um sowas hier wegzubekommen. So. Ich nehme jetzt hier eben den Hammer, um größere Fläche zu bieten beim Hauen, beim Ausheben. Um zum Beispiel, weiß ich nicht aus Versehen eins daneben. Also mein Ziel ist, eine Schlucht oder sowas zu finden oder eine neue Höhle. Und da ist natürlich die Chance höher, sowas zu finden, wenn wir drei Blöcke gleichzeitig in jeder Richtung weghauen. Hier haben wir noch ein paar Shards, das ist ganz erfreulich. Die auch gleich rüberwandern, wie sich's gehört. Ich höre zumindest schon mal einen Zombie. Das heißt, wir haben entweder hinter uns extrem schlecht ausgeleuchtet. Hier haben wir eiskalt. Oh, ja. Da war ja was. Ja, also entweder haben wir hinter uns extrem schlecht ausgeleuchtet oder er ist hier irgendwo vor uns. Cleanstone? Also ich muss echt sagen, ich finde die Menge an Cleanstone, die ich hier in Life in the Woods immer mal oder in unserer Aufnahmewelt immer mal finde, echt hoch. Entweder habe ich einfach solche Biome bisher noch nie gefunden in meinen anderen Welten oder keine Ahnung. Na gut, hier sind wir jetzt unter Wasser. Also theoretisch, ja genau. Über uns ist jetzt quasi Wasser. Wir graben uns hier gerade scheinbar durch ein Meer oder sowas durch. Dieses Loch kommt auch von sehr weit oben. Das heißt aber eigentlich, dass wir. Oh, warte mal hier auch. Ich das verstehen? Ah, okay, seltsam. Ach, das war eine Wasser. War das eine Quelle? Wahrscheinlich war das eine Quelle oder so. Wahrscheinlich war das eine Quelle oder ähnliches. Kann natürlich sein. Ich finde es auch gerade cool, dass wir hier so viel Marble bekommen. Weil, weiß ich nicht, ist halt dann mal ein cooler Baustoff. Im Gegensatz zu Black Granite haben wir jetzt nicht so viel bekommen. Ist jetzt aber auch erstmal nicht weiter tragisch. Alles gut zu wissen, weil hier können wir auf alle Fälle, wenn wir wirklich nochmal Marble brauchen, kommen wir einfach nochmal hierher und holen uns welchen. Richtig cool. So, hier haben wir jetzt Red Granite, auch nicht schlecht. Es ist auf alle Fälle eine gute Methode, um viel Baustoffe zu bekommen. Weil gerade Red Granite finde ich zum Beispiel auch recht cool zum Bauen. Hat auch eine schöne Farbe. Lässt sich viel mit anstellen. Yo, Hallöchen. Gut, ich würde gerne mal da so hin schwimmen und hier mal zu machen oder so und dann meinetwegen mal hier noch mal reinkloppen und mal gucken, wo wir da rauskommen. Vielleicht sollten wir auch wirklich noch so ein Stückchen tiefer gehen. Das heißt, ich muss immer hier hin zielen. Zack, zack, zack. Sofern ich das zumindest kann und keine Erde im Weg ist. So wie hier. Aber dafür haben wir den Excavator. Fällt mir gerade ein. Zack, weg damit. So, und dann graben wir uns hier wieder durch. Und schauen wir, wo wir rauskommen. Da höre ich schon eine Spinne. Was an sich eigentlich ganz gut ist. Jetzt ist nur die Frage, wo die herkam.
Aber ich würde sagen, wir sind für heute auch fertig mit der Folge. Und wie es dann weitergeht, ob wir die Spinne finden und vieles mehr, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.